Hallo Leute, ich bin am Oberwaldsee in Karlsruhe und mache heute mal ein bisschen Bushcraft wieder. Ich habe mir meinen Hokkaido aus dem Garten mitgenommen, schon mal klein geschnitten und auf dem selbstgebauten Steckhobo mit Keksdosenverstärker wird jetzt gekocht. The roiling boil. Den oberen Teil des Butternuts, den habe ich hier reingewürfelt. Und den unteren Teil, den kann man jetzt so ein bisschen aushöhlen. So, der Inhalt kann hier eigentlich rein theoretisch auch noch verwertet werden, indem man die Kerne noch röstet oder trocknet und dann knackt. Oh, das hat jetzt so 25 Minuten geköchelt, also ein größeres Stückchen raus. Wenn er sich leicht zerdrücken lässt, ja, der ist gar. So, zum Würzen habe ich heute so ein kleines Reisepäckchen mitgenommen. Und ich könnte das eigentlich jetzt in das andere Gefäß machen und dann nochmal Nudeln abkochen, aber die hatte ich einfach noch über. Kann man noch ein paar Nudeln dazu machen. Vollkorn macht schön satt. Wer will, schneidet sich noch ein Wiener da rein. Gerade wenn es noch so fast kochend ist, das langt absolut. Aber ich mache es gerne vegetarisch. Ja, und damit ich das Gefäß gut halten kann, trotz Ruß und Hitze, hatte ich mir damals so ein Cozy gebaut. Und da kommt das jetzt rein. Zack, Lasche eingeklappt. Und so kann ich das wunderbar halten und essen. Gleich habe ich aufgegessen. Übrigens stellt sich der Abwasch bei so Suppen- und Eintopfgerichten immer sehr einfach, da so gut wie nichts anbrennt. Wie man auch hier sieht. Auf der Glut geht hier der Rest des Kürbis. Und das Tolle ist, guckt euch das mal an, man kann sich jetzt hier immer so ganz dünn schon eine fertige Scheibe, die auch richtig weich ist, abschneiden. Und wieder drauflegen. So, guten Appetit. So, den Kürbis gerade zur Seite gelegt. Habe ich hier Getreide, Malzkaffee, einfach Holz nochmal aufgelegt, dass es nochmal richtig aufbrennt. Und die Zeit genutzt, um mir ein Käffchen zu machen. Und mach den Deckel zu. Fertig, jetzt habe ich einen Backofen. Dann machen wir das jetzt mal zusammen auf. Oh, es dampft. Ja, so muss es. Fertig. Und der ist auch, oh ja, der ist schön weich geworden. Gut. Fertig ist es. Kann man übrigens die Schale komplett mitessen.